Servus, ihr Bräuten da draußen vor den Endgeräten, ja, vor den Bro-Endgeräten. Und willkommen zurück zu Broforce. Wir schlagen uns jetzt mal weiter als Mr. T durch, beziehungsweise als, Arnold Schwarzenegger, und Phantomkommando. Und machen hier mal alles sauber, was man sauber machen kann. Oh nein, jetzt ist unser Verbündeter kaputt. Bam, zack. Ha, du musst leider explodieren. Wow. Bam, zack, du musst leider kaputt gehen. So, andersrum. Oh, Moment mal, der lebt ja noch. Der lebt ja noch. Kann er nicht das Teil einfach auf ihn drauf fallen? So, von oben dieses Teil auf ihn drauf fallen? Nicht? Na gut. Er weiß auch gar nicht, was los ist. Er war sehr ahnungslos da gerade. Der stand da so da. Bam. Und das machen wir hier so. Ich möchte nämlich da... Ah, okay, wir haben hier wieder so einen Mac. Apropos Mac, ihr habt es in der letzten oder vorletzten Folge vielleicht gesehen, weil ich einen Bildschirm auf und Aufzeichnung gemacht habe. Da stand nämlich da irgendwie Titanfall 2 spielbereit. Ja, ich... Mir wurde schon Titanfall 1 sehr ans Herz gelegt, aber ich weiß auch, dass die ganze Community das Spiel sehr harsch kritisiert hat. Haben wir jetzt bei Titanfall 2 ein bisschen informiert und habe festgestellt, Moment mal, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und den Single... No, nein! Zahle, nein, was machst du? Und der Singleplayer ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht und die Dynamik der Multiplayer-Spiele und so ist nicht schlecht und ich stehe auf Customizen und ich mag Roboter und vielleicht ist es mal richtig gut. Weiß ich ja noch nicht. Ich vermute mal, dass es ein richtig gutes Spiel werden könnte. Ich werde es ausprobieren. Ah ja, und was ich immer noch... Ich habe bei YouTube ein bisschen was dazu... Boah, bitte nicht. Ein bisschen was drüber gesehen, habe festgestellt... Ach du Scheiße. Dass ich den, ohne dass ich jetzt, auch wenn man das bei Broforce denken könnte, dass ich ein Waffennarr bin, bin ich nicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie... Also spielerisch mag ich das natürlich trotzdem. Ich würde ja sonst auch keine Shooter spielen wie Battlefield. Also es hat natürlich schon auch was, aber ich finde den Bums hinter den Waffen bei Titanfall irgendwie ziemlich cool. So, also jetzt, was ich bei YouTube gesehen habe. Mal gucken, ob das dann, was das Feeling angeht beim Spielen, genauso cool ist. Aber ich hoffe mal, ja. So, komm. Zack, zack, zack. Oh, nee. Oh Gott, nein. Das ist natürlich gar nicht so gut, was wir da machen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Richtig schlecht. Zahle, was ist los? So, wir befreien erstmal einen Bro. Und dann gehen wir erstmal hier runter mit dem. Oder? Das ist immer ganz gut. Yeah. Oh, das ist immer richtig gut da von oben gewesen. Ah, das ist mal richtig gut gewesen. So, schießt du erstmal und dann schmeißen wir da einen Moldi rein. Bam. Oh ja. Und hier mit einem Schuss die beiden weg. Du schießt erstmal ein bisschen. Zack, zack, zack. Und hier haben wir ordentlichen Gentleman-Faustkampf. Wieder kann man noch einen retten. Ach, wir haben den nicht gerettet. Scheiße, wir haben nur den Käfig aufgemacht. So, da machen wir mal als Arnie Weiler. Ronald. Ronald. Mit geladener Waffe durchs Alpenvorland. Wer das nicht kennt, hier, Bulli-Parade und so. Ja, oder nee, ich glaube das... Nein, scheiße, es war vielleicht sogar Travis and Friends, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall der Travis. Der Travis hat ja immer damals bei Bulli-Parade und Co. Den Arnold gemacht. Arnold in jeder Form und Farbe. Nein! Wow! So, immer schön zu Hähnchen. So. So, du wartest da erstmal. Oh, das ist noch gar nicht. Oh Gott, warum ist denn da runtergefallen? So. So. Oh, jetzt sind wir ein MacGyver. Versteht ihr? MacGyver. Oh Gott. Schon lange keinen so guten Spruch mehr gemacht. Bäm. So. Das wissen wir nämlich, dass ihr das kann. Okay, Snake. Warte mal, Snake lassen wir erstmal da rein. Ein bisschen umdrehen. Und ein bisschen schießen. Komm. So,
ein bisschen fliegen geht auch noch. Hüpp. Okay, jetzt können wir aussteigen. Wir haben nämlich fast keine Power mehr, was das Fliegen angeht. So, die haben wir gehisst. Hüpp, 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 hüpp. Und die hissen wir. Und den töten wir. Scheiße. Fuck, Mann. Ach, ich möchte länger als Bronin spielen. Ich möchte echt länger Bronin sein, aber ich habe das jetzt so gar nicht so schnell geschaltet, dass wir Bronin sind. Aber ich mag seine Skills. Komm. So. Du musst auch sterben, bitte. Ja. Oh oh, oh oh. Was? Oh! Oh. Nein! Och nein! Och komm, ernsthaft, Mann! Nein! Oh, wie fies, Mann! Voll gemein! Ah, oh, voll cool! Sowas haben die reingemacht, ist ja voll cool, Mann! Das freut mich, ich mag sowas! Oh Mann, ah, voll schön! Mit dem nötigen schwarzen Humor und so ein bisschen. So ein bisschen Austin Powers, ja. Da gibt es ja hier, die, falls ihr Austin Powers kennt, hier die Stelle hier mit dem mit der Dampfwalze und so, mit dem Nein, ja. War jetzt sehr, hat mich sehr, ein bisschen daran erinnert, ja. Alles glücklich, alles gut, ja. Und genau in dem Moment, bam. Tja, kommt die Broforce und alles ist vorbei. Das hat natürlich auch nur damit zu tun, dass das Spiel einfach sehr kritisch ist, ja. Komm, komm, die machen wir hier nieder. Komm, die kriegen wir doch so. Die kriegen wir doch so kaputt. Zack. Ja, sehr gut, Mann. Und hier auch. Hier. Sehr gut. So, und hier. Ach, da guckt mal einer an. Wie süß. Scheiße. Scheiße. Machen wir mit der ferngesteuerten Rakete. Hahaha. Und jetzt? Bäm! Tja, da guckst du. Puh, das war gut. Können wir da nicht mit der. Wir machen erstmal den Boden weg. Nein, das ist glaube ich nicht gut. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so gut, was wir gerade machen. Oder doch? Ah, doch. Robocop. Zeig's ihnen. Piep. So, alle mal schön kaputt gehen bitte. Sehr gut. Und hier. Bam, sehr gut. Ein bisschen Nahkampf, komm. Hup, 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 hup. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Das ist Ding, ich möchte beim Nahkampf teilweise mehr töten. Da ist nämlich oft hier, dass sie ja gar nicht töten. Sondern nur werfen. Und ich möchte, dass sie dabei töten. Wenn ich das schon mache. Mal aufs Fässchen. Yes. Oh nein. Oh. Oh. Moment mal. Das ist jetzt der ultimative Test. Das probieren wir mal. Auch wenn ich schieße der andere nicht. Nein. Der fliegt immer. Das macht er immer. Zack. Nee, oh Mann, hey, der ist gut, wenn man den. So. Na, was machst du jetzt? Na, komm. So. Hup, kommt noch eine Rakete. Ach, weißt du was? Nein, die sind ja gar nicht ferngesteuert. So, dann halt so. Zack, und Area clear. Area liberated. Coole Freunde, jawohl. Super.
USA, USA, Bro-SA natürlich, Entschuldigung. Und einen Schluck Brofi, muss ich mal trinken, so. Ah, Brofi ist ja gut. Echter Brofi. Vielleicht sollte ich dazu auch eine Brofi essen. Brofi trinken, Brofi essen. Was sagt ihr denn dazu? Und zwei müssen wir noch retten. Das ist sehr gut. Zwei und dann gibt es den nächsten Bro für uns. Voll gut. Bin sehr gespannt, wer das ist. Oh, guck mal. Eigentlich müsste er 3-2-1 Bro sagen, oder? Das wäre auch nicht schlecht eigentlich. So, die bewaffnen wir erstmal ja, ne? Ihr so, ja, ihr seid Freiheitskämpfer. Tut was für euer Land. So, einer noch und dann gibt es einen neuen Bro. Waren es drei oder waren es zwei? Ah, ich weiß wieder nicht mehr. So, den scheuchen wir erstmal auf. Ja. Die sind eigentlich, wenn man die... Ach, die sind ja noch am Leben. Voll gut, Mann. Na, na, komm. So. Und du auch. Tschüss. War da vorne wie so ein Mac? Da war ein Mac. Ach, guck mal, die können auch die Flaggen für uns hissen. Ah, komm. Nein, nein, nicht gegen den Mac kämpfen, Mann. Explosionen abwarten. Scheiße, jetzt haben wir die... Scheiße, jetzt haben wir die mit der Explosion getötet. Oh, wir haben ferngesteuertes Auto. So, jetzt aber. Kann es springen? Es kann springen. Was kann es noch? Kann es die bewaffnen? Kann es nicht. Wie weit kann es denn... Ah, alles gleich, es explodiert einfach irgendwann. Na gut. Ah, auch cool. So, Ammo Crate. Ammo Full. So. Oh oh. Ja, es gibt dynamisches Wetter in diesem Spiel. Nein. Do you hear me? Ja, ich höre dich. Wer bist du denn? Tschüss. Komm, wir kämpfen jetzt mal hier durch bis zum nächsten Bro. Ellen Ripbro! Ellen Ripbro? Aber du bist eine Frau, Mann, Ellen Ripbro. Ellen Ripley. Sehr geil. Was hat die für eine Knarre? Was hat man nicht? Hatte Ellen Ripley irgendeine Signature Gun? Okay, irgendwas mit Laser. Und das irgendwas mit Feuer. Irgendwas mit Laser und irgendwas mit. Wow! Oh, Hund tot. Oh, wie sollen wir das? Hast du mal Caddy, Machete gegen den? Da unten ist auf jeden Fall noch ein Bro, den wir retten können. Au, 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 au. Fuck. Rest in peace, Bro. Rest in peace, Bro. Oh, weh. So, komm. Bro retten. Ja, aber mal. Der ist vielleicht nicht so verkehrt. Slash, 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 slash. Oh, der ist gut. Der ist voll gut gegen den. Ha. Tja. Oh, es geht noch weiter. Naja, warte mal, dann retten wir erstmal hier unseren Bro. Das sind nämlich extra Leben, alles extra Leben. Yes. So. Ja, warte, mach du erstmal. Und wir machen hier nochmal unsere. Yes. Ach, der wird hier immer stärker, oder? Komm. Nein, verdammt. Gerade wollte ich nach unten ihn retten. So, schon wieder. Schon wieder stärker. Komm, 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 stirb, stirb, stirb. Okay, müssen wir also hier mal richtig auf. Da. Komm, komm, komm. Ah, jetzt ist er gerade ein bisschen. Ach, sowas hat er jetzt auch noch. Verdammt, das ist ein. Nein! Puh! Nein, scheiße. Diese eine Rakete, Mann. So, so, so. Ja, sehr gut. Komm, geh kaputt. Das Problem ist, dass er halt nicht endgültig stirbt. Gibt es da irgendwas, was wir übersehen haben gerade? Na, so kommt der Mr. T ja saugut mit ihm zurecht. Oh oh, nein, scheiße. Ah,
Puh. Komm, komm, komm. Oh oh. Boah. Komm, wir laden uns jetzt mal durch. Und zwar, weil. Oh oh, scheiße. So, erstmal den darüber. Aber. So, nochmal hier das holen. So, was ist mit dem? Ist er jetzt da hier? Du weißt vielleicht gar nicht mehr, wo wir sind, hä? Okay, gut, dass das nicht ferngesteuerte Raketen sind. Sondern einfach nur so. So, müssen wir den einfach mal runterfallen lassen? Yes, das war's. Jawoll. Geil. Cool. Wir haben es geschafft, Freunde. Und zwar richtig gut. Area liberated. Darauf gibt es einen Schluck Brophy. Ach, und nur noch neun Bros retten. Britain. Yeah. Oh, was ist da los? Oh, was ist denn da los? Oh, das ganze Land brennt. Ja, Neuseeland. Was steht da? Something, something. Bipartisan, something, something. Unilateral military intervention. Ja, ja. Irgendwas, irgendwas, bla, bla, bla. Natürlich. So, und hier eine verdeckte Operation natürlich wieder. Ein einsamer Bro. Must appropriate the terrorists' own weaponry and assassinate their leader. Ah, ja, natürlich. Appropriate? Appropriate heißt doch, ist doch eigentlich. Also sich vereinnahmen dann wahrscheinlich, oder wie? Also an sich reißen die Bewaffnung der Terroristen. Und also mit deren eigenen Waffen schlagen, ja, und den Führer, jetzt weiß ich das Wort wieder nicht, assassinieren halt, assassinate, Assassine, Attentat, Attentätern, Attentätern, so, this country really, really hates liberty, probably, show them why they are wrong, ja, wahrscheinlich hasst dieses Land die Freiheit, und wir sollen ihnen zeigen, warum sie damit falsch liegen, und das machen wir, liebe Freunde, aber in der nächsten Folge, ja, ich weiß, die ist noch nicht lang genug, aber ich fürchte, wenn wir da jetzt diese Welt anfangen, wird sie viel länger, als sie sein sollte, und deswegen gibt es jetzt einen Cut, und wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt Broforce. Die Luft geht mir aus. Broforce, tschüss.